Haris Vitolinsch sitzt neben mir, der neue Hoffnungsträger, der neue Frontmann vom HCD. Was verbinden Sie mit diesem Namen Davos, HC Davos? Ja, ich muss noch mal sagen, ich bin sehr dankbar zum HCD für das Vertrauen, was der hat mir gegeben. Ich weiß, das kommt großer Druck auf mich, aber das ist spannend. Es kommt eine spannende, interessante Zeit vor uns und ich versuche, mein Bestes geben und vorwärts bringen, denn Davos ist Mannschaft bin eine große Name. Ich weiß, wo ich komme, ich weiß, was Leute erwarten für mich, aber das ist interessant. Was müssen Sie jetzt einbringen? Was wollen Sie einbringen? Was ist Ihr Weg, Davos aus dieser schwierigen Lage zu führen? Ja, erstens, ich denke, das Selbstvertrauen. Das Spiel muss mit Freude ins Garderobe kommen. Ich weiß, wie das ist, wenn du verlierst Spiel zu Spiel und du bist nicht froh mehr ins Kommen. Wir müssen irgendwie auf Seite lassen, wir müssen wieder sein Selbstvertrauen, Freude in Garderobe, Unterstützung des Mannschaftsgeist und wir probieren das irgendwie, wir müssen diese Niederlagen auf Seite lassen, wir müssen einfach Spiel zu Spiel versuchen, genießen das. Wir sind Sportler und das Eishockey, das ist, wir sind von Anfang an, alle hat das durchgezogen und wir müssen das genießen, nicht einfach kommen und etwas machen und weggehen. Ich will erreichen, wenn alle kommen mit Freude da, verbring diese Zeit in Garderobe mit einer guten Laune und gib das Maximum, gib das professionelle Einstellung und das Leistung und dann mit Freude geht nach Hause. Wir sitzen jetzt hier in der Garderobe des ehemaligen Trainers Arnold Del Curto. Er war 22 Jahre hier tätig. Wie groß ist der Respekt, als Nachfolger jetzt hier diese Aufgabe zu übernehmen? Ja, wir haben gesagt, das ist schon eine Verantwortung, eine große Verantwortung. Arno hat einen tollen Job gemacht, viele Meistertitel geholt, ist das Davos. Er hat, wie sagen, nach erster Stufe nach oben gebracht und Davos jetzt in Europa überall. Wenn jemand einen fragt, der alles sagt in Schweiz, heißt okay, Davos steht in erster Platz. Ja, aber das ist interessant. Ich weiß, das kommt eine spannende, eine harte Zeit vor uns. Und gibt es nicht viel Zeit, aber wir versuchen das durchzuleben und versuchen vorwärts zu bringen. Und wir leben jede einmal und ich bin glücklich, dass für mich selber probieren, das durchzuleben und das Mannschaft irgendwie in neue Stufe zu bringen. Perfekt, vielen Dank. Bitte. Alles Gute. Danke.